Bin in Krise, das Parafeld. Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zahl dir die Miete noch parallel. Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zwischen den Dieben für Haram ist. Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zu deinen Füßen liegt Paradies. Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Okay, Adrellis. Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns ein emotionales Statement an von ApoRed. Er ist lange her, dass man ihn emotional, dass man ihn überhaupt gesehen hat. An der Stelle auch ApoRed. Denk gar nicht, du bist besser als ich in Fortnite. Du Bot, du Go. Das letzte Mal, wo wir gespielt haben, habe ich mit Fuß gespielt, ohne Hände. Also mit meinem Fußzehen auf Tastatur. Und lasst Liebe bei ihm. Er ist ein super Typ, der Apo. Der Red, es heißt Red Cousin. Der super Typ, der Red. Mag ihn sehr. Und wir gehen rein. Danke für die ganze Liebe. Schaut euch die Videos bis zum Ende an. Erster Link in Bio. Twitch de la Rue TV. Checkt gern ab. Wir sind jeden Tag live. Hamoudi King. Dankeschön für den verschenkten Sub. Wir gehen rein, Adrellis, und gönnen uns ein bisschen ApoRed mit den kleinen Burgies und dann eine Folge Jojo, Digga. Ein sehr ernstes Video, deswegen hört bitte aufmerksam bis zum Ende zu. Mein Bro ABK hat auch ein Video zum Thema hochgeladen. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Der Link ist oben in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Leute, guck mal, was ich vorbereitet habe. Den ApoRed. Ey, Chat. Kann mir jemand erklären, warum die Lira so kaputt gegangen ist, Digga? Warum ist ein Lira jetzt 18 Euro, Digga? Digga, natürlich zieht man dann nach Türkei, Cousin. Wenn du da hingehst mit 10.000, hast du 180.000. Wenn du da hingehst mit 100.000, hast du 1,8 Millionen, Digga. Digga, was ist denn das, Bruder? Wenn man mit einem Euro, wenn ein Euroverdiener da hingeht, Bruderherz, dann... Hast du durchgespielt? Veron, gute Nacht, mein wunderschöner neuer VIP. Geh schlafen, ruh dich aus, mein Schatz. Schlaf gut, viel Spaß noch im Schlaf. Vergiss nicht Sportgymnastik. Ich küsse dein Herz. Gute Nacht. Okay, dann Politik, dann lassen wir diese Politik bitte. Dann hat die Politik hier nichts zu suchen. Wenn Politik ist, ich habe keine Ahnung gehabt, darum bitte lasst. Aber das ist so, dann ist für die Türken, also die da leben, also die da aufgewachsen sind, leben, für die kleinen Betriebe, die keine Euro-Geschäfte machen, dann ist das für die Krise, ja. Also wenn jetzt jemand in Istanbul einen Kiosk hat oder keine Ahnung was, dann ist für die Krise natürlich, das ist nicht cool. Aber für die Leute, die mit Euro verdienen, die Euros verdienen in der Türkei, das ist für die dann Luxus, Digga. Das Gefühl vermittelt, Leute, das schnallt euch an. Auf ABK macht jetzt ein Video, als Beispiel in ApoRed. Er steht einfach loyal hinter ihm, er kritisiert gar nichts, selbst wenn ABK scheiße baut. Dankeschön, Dankeschön, Zippo, mein Bruder. Vielen, vielen Dank, Bruder. Hinter ihm ist einfach ein Loyaler auf, wir halten zusammen, Digga, ey, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Verein, so, ne? Und natürlich dann ABK bezüglich so ApoRed genauso. Das heißt, wenn ich Stress habe, dann kommt ABK und sagt, Digga, ey, alles, was er macht, ist perfekt, Digga, halt die Schnauze so auf den, ne? Also, es wird doch mit diesem Thema Loyalität auch so ein bisschen, so diese blinde Loyalität dazu gesneakt. Hä? Das Ding. Das sieht doch gar nicht aus wie der, Digga. Wollt ihr mich verarschen? Sehe ich aus wie ApoRed, Digga? Richtig abfuckt. Digga hat doch in seinem Video sogar mich kritisiert. Er meinte, so wie ich mich erinnern kann, ne? Er meinte auf jeden Fall. Alles, was du mir jetzt die ganze Zeit da zeigt, sind nur Sachen, die zeigen, dass der da Scheiß gelabert hat, da Scheiß gelabert. Ich liebe Red. Das muss ich erstmal hier klarstellen. Red ist ein sehr sympathischer Typ. Aber ich sehe null aus wie der. Mimi versucht jetzt wieder Dinge zu finden, weil er ApoRed nicht mit der hauptsächlichen Geschichte beibern kann. Einfach nur, um ihn zu diskreditieren. Ob ApoRed jetzt dies oder das gesagt hat und sich vielleicht dabei mal widerspricht, macht ihn noch lange nicht zu jemandem, der irgendwen sexuell belästigt. Das hat er gesagt. Also auf der einen Seite natürlich er kritisiert, er ist nicht dieses Blinde, was die anderen Leute sagen, und sagt einfach ganz normal seine Meinung. Und jetzt zum Thema Loyalität. Okay, guck mal, ihr könnt euch erinnern, wo ABK das Video gemacht hat mit Memo, mit der Pommes. Die haben ja, so geizige Aktionen gemacht. Delda schreibt, du siehst aus wie Detzbeke, Junge, dein Mutter. Mutter sieht aus wie Unge, Junge. Fuck mich nicht ab, Pommes, Junge. Hau, hi, ha, ha, ne? Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Story, mehr oder weniger, ne? Für die Leute, die Story nicht kennen, ABK war mit Memo Tokio, Burger King, McDonalds, I don't know. Und dann hat Memo angeblich so ein bisschen mit einer Pommes gegeizt. Okay. Und dann hat ABK dazu ein Video gemacht und hat gesagt, das ist eine scheiß Aktion gewesen. Ich hab das gesehen und ich hab mir echt gedacht, scheiße, Digga, das geht das? Normalerweise fahren wir diesen Film doch nicht, dass wir öffentlich einander sowas machen, ne? Und deswegen habe ich ABK auch angeschrieben, angerufen etc. und habe gesagt, Digga, ich fand das nicht in Ordnung, weißt du? Und jetzt aber der Unterschied. Wenn ich einem Freund wie ABK jetzt was sagen will, was nicht passt, so ich will ihn gerade irgendwie tadeln oder ich will ihn irgendwie belehren oder ich will sagen, komm Bruder, ich finde, das hättest du besser machen können. Digga, dann rufe ich ihn privat an. Dann kläre ich das mit ihm privat. Und Bro und ABK, ne? Digga, er meinte so, ja Bro, du hast recht und so, das war vielleicht ein bisschen alberner Move und hat das in, ja,
Wir haben das dann privat geklärt. Der Unterschied ist, die anderen, ne, die machen dann immer so eine öffentliche Debatte daraus und sagen, ja, es ist ja in Ordnung, öffentlich gegen seine Freunde zu schießen. Nein, Digga. Oh mein Gott, wie lost seid ihr? Also, es ist halt eben nicht in Ordnung, gegen seine Freunde öffentlich zu schießen. Das kann doch nur am Ende zu Fitna führen, so am Ende zu Streitereien. Das führt doch am Ende zu Streitereien. Chill, bin ich aber Reds also, Meinung, gut, ja. Hat er selber gesagt, dass er ein empathieloses Arschloch ist, ne? Aber ich versuche es für euch ein bisschen nahe zu machen, ne? Stell dir vor, ABK und ich, ne? Mit Millionen von Reichweite. Er sieht irgendwo einen Fehler bei mir, ich habe irgendwas Scheiße gemacht, so, ne? Und anstatt dass er Digga, zu mir kommt und mich dann privat kritisiert, ne? Dann schreibst du auf WhatsApp, ey, guck mal, Bruder. Beispielsweise, guck mal, Chat. Ich muss jetzt auch offenlegen, Janni, dass wir hier auch ein bisschen Content für euch haben, ja? Ich habe einmal was gemacht, wo LBK gesagt hat, Bruder, das ist Katastrophe, dass du das machst. Katastrophe. Katastrophe, mach das nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich mach's. Dann haben wir privat darüber geredet. Und dann habe ich eingesehen, dass das Katastrophe ist, Bruder. Ich habe es privat eingesehen. Nein, Bruder, was ich da gemacht habe, ist behindert und ich werde es nie wieder machen. Und das ist keine öffentliche, der geht in YouTube-Video, macht der, doch, ich kenne Sammy so und der macht, und der Sammy so und der Sammy so, dies, das. So was ist, versteht ihr? Bruder, man macht das privat, Digga. Man sagt, ey, Bruder, guck mal, wir lieben uns, wir kennen uns schon so lange. Lass das weg. Lass das weg. Mach das nicht, Bruder, das steht dir nicht. Das kommt nicht, Bruder. Es ging ums Casino-Thema, okay? Es ging ums Casino-Thema. Der ABK weiß, woher ich komme, wie ich aufgewachsen bin, was ich so in meiner Vergangenheit gemacht habe. Der weiß, dass ich so ein Junge bin, der schon mit alles so Berührungspunkte hatte, um das so vorsichtig auszudrücken. Und dass ich da, Bruder, so mit meinen Joints, mit meinen Riller und mit meinen so zocken, baba und so, das, der sagt, Bruder, kommt nicht. Ja, nee, die Zeit ist vorbei, weißt du? Das steht dir nicht. Mach das lieber nicht und so, weißt du? So brüderlicher Rat einfach. Brüderlicher Rat einfach. Und Bruder, ich habe angenommen. Aber niemals wird er sich so oft öffentlich dahinstellen, ohne meine Erlaubnis oder Ding und mir sagen, guck mal, was der Sammy da macht und so, bah und so. So, verstehst du? Kommt gar nicht, Bruder. Man kann das alles privat klären. Und dann kann man das, dann, im Endeffekt kann man dann sagen, ja, ABK hat recht gehabt, so. Verstehst du? Aber dann so, privat, Cousin. Macht da einfach ein Video und prangert das an oder andersrum. Das ist eigentlich nicht gut. Und das ist diese scheiß Sache, die den Streit zwischen Unge und ABK hervorgerufen hat. Das auf jeden Fall zum Thema Loyalität. Ja, angeblich dann alle stehen hinter ABK und Traloli und Tralala und kritisieren gar nichts und andersrum genauso. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ach, okay, nimm mir das Beispiel Reefed. Warum in Gottes Namen Reefed beleidigt ABK aufs Übelste? Wenn man schon ABKs Beleidigung erwähnt und dann im negativen Kontext auf, Digga, er beleidigt hier und er beleidigt Reefed. Er hat erstmal sowieso erst sie beleidigt, wo sie ihn beleidigt hat. Wie kannst du das, wie kannst du die erste Beleidigung einfach rauslassen? Das hat nichts mit Loyalität zu tun. Es ist einfach eklig. Es ist einfach nur eklig, Digga. Und das ist diese, ich hasse dieses Wort. Das ist diese scheiß Doppelmoral, von der immer Kuchen spricht. Diese Doppelmoral. Ne, kennst du? Die reden von Doppelmoral, aber haben Doppelmoral bei der Doppelmoral. Holy shit, sind wir bei Interception oder was? In Gottes Namen. Interception. Ein ABK, ein ApoRed. Die sind loyal zueinander, aber diese richtige Loyalität, diese vernünftige Loyalität, dass man sich kritisiert, aber nicht in der Öffentlichkeit auf eklig, sondern privat. Privat erstmal. Immer miteinander spricht. Und nicht einfach öffentlich schießt und sich damit alles, die ganze Freundschaften zerfetzt, so wie gewisse andere Personen das machen. Ich rede das komplett allgemein. Ich gehe auch gerade null auf Kuchen und mit seiner Freundin ein. Kuchen und ich. Digga, wir waren eigentlich gut. Wir waren eigentlich gut. Pass mal auf. Ja, die haben sich doch getroffen, Adrelis. Die haben doch sogar dieses Kuchentalks gedreht und so. Eigentlich gut. Das war jetzt nicht so, wir waren keine Freunde, aber wir waren... Hab ich mir auch gedacht, Apo, warum machst du das? Red, warum machst du das, Digga? Sag ich dir ehrlich. Nicht neutral, wir waren gut. Wir kommen, wir drehen Kaffee, Kuchen, bla bla bla. Was macht dieser Vollgoofy? Er macht sich wieder eine potenzielle Freundschaft kaputt. Ich sag euch genau wie. Ich sag euch genau, wie er diese potenzielle Freundschaft kaputt gemacht hat. Okay, Mimi kommt und sagt, Red hat nach 4 Jahren gesagt, aber Bombenprank hat andere Likes gehabt. Ja, jetzt kommt noch ein Kuchen hinterher und sagt, oh mein Gott, Red ist ein Lügner. Red ist ein Lügner. Er macht einfach 2 Videos und sagt, guck mal, das ist der Beweis. Er hat gelogen. Er hat vor 4 Jahren gesagt, in einem Statement, eine Seite fand es gut, die andere Seite fand es nicht gut. Auf 50-50 Beweis. Nach 4 Jahren sagt er,
Die Bewertung war 90-10. Nach 4 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Nach fucking 4 Jahren sagt er 90-10. Das ist der Beweis, weil er vor 4 Jahren die Bewertung wusste und das in einem Video bestätigt hat, hat er nach 4 Jahren ja, also nach 4 Jahren hat er was anderes gesagt, das heißt, das ist ja gelogen. Er muss es ja nach 4 Jahren wissen. Es ist 100% gelogen. Guckt mal, Leute, oh mein Gott. Es geht um eine fucking banale Sache. Es geht hier nicht um irgendwas Wichtiges. Es geht um eine scheiß Bewertung von einem Kack-Video aus vor 4 Jahren. Leute, ich sag euch, real talk. Wenn ihr mich jetzt fragt, Red, wie viel Likes hatte Photoshop? Und wie war das Like-Dislike-Verhältnis? Ich schwör's euch, ich weiß es nicht. Ich könnte nur eine Einschätzung geben. Und dann? Ja, Bruder, ich weiß sowas auch nicht. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet zu irgendeinem Song von mir, was da das Like- und Dislike-Verhältnis, Bruder, ich hab keinen Plan. Heißt es, das war aber anders. Du hast gelogen. Halt deine Schnauze, als ob ich bei so einer unnötigen Sache das nötig habe zu lügen, in Gottes Namen. KuchenTV hat er gesagt, hier, ich hab Red hat gelogen, bla bla bla, ne? Jetzt hat Veron, aber keine Ahnung, Bruder. Ähnliche Situation gefunden, noch nicht, wo KuchenTV falsche Sachen gesagt hat, die man auch beweisen konnte. Aber egal, wir sind ja objektiv, ne? Aber wie gesagt, das ist halt von 2017, Bro, das ist 4 Jahre her, was weiß ich, Alter. Ja, okay, Digga, kein... Guck mal, er sagt, ja, es ist ja von 2017, das ist ja 4 Jahre her. Er sagt, er rechtfertigt damit, wenn er was Falsches gesagt hat, ne? Es ist ja 4 Jahre her. Check dir diese Doppelmoral. Walla, ich erinnere mich 1:1 daran, Digga. Wie die alle auf Apo gesprungen sind, weil er gesagt hat, es ist 4 Jahre her, ich erinnere mich nicht. Hä? Wenn er was Falsches gesagt hat, dann ist es nicht gelogen. Dann ist es ja von 2017, das ist ja 4 Jahre her. Aber ey, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter, Freunde. Das wird noch geiler, warte. Tut mir leid, da habe ich halt eine Unwahrheit gesagt, weil ich mich einfach nicht mehr richtig dran erinnern konnte. Ah, du hast dich nicht dran erinnert? Bei dir ist es eine Unwahrheit. Ich meine, das ist ja 4 Jahre her. Mit einer Sache hat er sogar noch recht. Und zwar habe ich in dem Livestream behauptet gehabt, dass er mit Miguel erst gedreht hat, als der Hate weg war. Das stimmt nicht. Die haben tatsächlich direkt Videos zusammen gemacht. Ja, hast du es auch jetzt nicht gewusst oder hast du gelogen? Weil damals bei Upred, wo es um diese Bewertungen von irgendeinem scheiß Video ging, was auch... Guck mal, das ist das. Es ging um eine scheiß Bewertung von einem irgendeinem Video. Und man kann sagen, nein, das war voll das wichtige Video. Und halt deine Schnauze. Also, ich kenne nicht mal die Bewertung von Everyday Saturday. Halt, sei mal ruhig jetzt. Vor 4 Jahren gemacht hat und der sich da irgendwann getan hat, ist es halt... Mimi konnte in diesem Video einwandfrei beweisen. Einwandfrei. Und wisst ihr, was sein Beweis war? Sein Beweis, also er sagt, der Beweis war, weil ich ja vor 4 Jahren die Bewertung wusste. Und aber nach 4 Jahren was anderes gesagt habe, ist das gelogen. Digga, tut mir leid, aber Gott hat dich in eine ähnliche Situation reingesteckt, mein kleiner, süßer Junge. Kennt ihr noch die Rufnummer-Geschichte, wo Kuchen meinte, ich hatte seine Nummer nicht gehabt. Ich hatte seine Nummer nie gehabt. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Geschichte? KuchenTV hat erwähnt, dass er ABKs Telefonnummer nicht hatte. Er hatte ABKs Telefonnummer damals nicht gehabt, wo ABK ihn drauf angesprochen hat. Er meinte, aber hat sie Nummer, gehabt. Was auch immer, hat irgendwie sowas in Richtung. Sagt Kuchen, nö, ich hatte die Nummer nicht gehabt. Nö, ich hatte sie nicht gehabt. Das haben die auf Facebook geschrieben. Obwohl Kuchen ihn angerufen hatte, also er hatte seine Nummer, plus er hat im Chat vor 3-4 Jahren, keine Ahnung, wie lange das her war, sogar selber bestätigt, dass er die Nummer hat. Digga, einfach eine ähnliche Situation. Kuchen war einfach, oh mein Gott, das ist so unangenehm, ne? Laut Kuchens Prinzip, ne? Jeder ist auf er jetzt Kursing. Auch ein Lügner sein, weil er hat da vor 4 Jahren gesagt, dass er die Nummer hatte. Aber nein, bei Kuchen heißt es, Digga, es war ja 4 Jahre her, ist schon eine banale Sache gewesen. Weil ich habe ja nicht gelogen, ich habe ja nur die Unwahrheit gesagt. Auf einmal... Cousin, Dankeschön für 100 Bits, Cousin. Haut er den Upred raus. Auf einmal ist er Upred geworden, wo aber andere gesagt haben und Leute aus seiner Community, weil er ja so eine Hatewelle dann verbreitet, ne, und so eine eklige Scheißatmosphäre macht, ne, zusammen mit Mimi und Unge, ja, zusammen mit diesen Leuten. Jetzt kommen wir zu dem nächsten, mit der nächsten lustigen Verknüpfung. Und zwar sagt Kuchen immer, ja, Red beschützt du immer und bei mir geht es immer so auf den vom Schlechten aus, mich behandelt ihr immer anders und was auch immer. Kuchen, nein. Bruder. Ich betone es noch einmal, nochmal ein schönes Video, Alter. Digga, wie kann man Red nicht mögen, Digga? Der Typ ist reich. Der Typ sieht 3% mir ähnlich. Der Typ hat Nike-Schuhe im Hintergrund. Der Typ wohnt in Istanbul. Der Typ mag Jojo. Und der Typ macht Upper Red Burgies. Digga, das ist doch ein cooler Typ, Digga. Also, Kuchen kritisiert. Obwohl halt reicht schon. Abo, Digga. Wo ist das Video jetzt hin? Also, Kuchen kritisiert ja immer, ey, guck mal, den Leuten geht's ja nicht um die Tat und so, die Leute, die behandeln mich immer ganz anders und so, wenn ich Scheiße baue, auf einmal ist es so und so und wenn ich Scheiße baue, dann wird das so richtig böse dargestellt, aber wenn ein anderer Scheiße baut, dann wird's gar nicht so dargestellt und das kritisiert er. Kuchen, du bist der Meister in diesen Sachen. Das war doch gerade ein Beispiel dafür. Da hast du eine einfache Situation, du sagst, du machst 2 Videos und sagst, Upred ist ein Lügner. Upred, dein Fenster brennt. Ja. Digga.
Aber guck mal, Multimillionär und der schläft hinten auf Matratze. Ehrenmann. Diesen Menschen kann, sollte man nichts zu tun haben. Das ist so einer, du triffst dich mit denen, im nächsten Moment gibt dir ein Messer auf deinen Rücken, Digga. Es ist doch so einfach, du musst doch einfach mal ein bisschen Menschlichkeit behalten. Vielleicht liegt es an dieser empathielose Arschloch-Mäßigkeit, I don't know. Oder vielleicht sind es ganz andere Gründe. Aber komischerweise, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, du heulst herum, weil man dich angeblich schlechter behandelt, obwohl du selber der Meister darin bist, andere Leute richtig schlecht zu behandeln. Du hast es schon bewiesen. Du hast es nur mit dieser... Cousin, danke schon nochmal für 200 und nochmal für 100 Bits. Geschichte bewiesen, Bro. Könnt ihr euch noch erinnern, warum er diese ganze Fake-Aktion gemacht hat und damit automatisch auf alle Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, auf deren Gesicht geschissen hat und denen gefühlt eine Bombe in deren Gesicht gegeben hat? Er wollte zeigen, er sagt ja, den Leuten geht es nicht um die Tat. Es geht ja nicht um dieses Moralische, dieses Menschliche, dieses Zwischenmenschliche, dieses Ethische. Sondern es geht darum, dass man mich nur rasieren will. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Es geht um etwas, wie sagt man so Schönes? Persönliches. Mhm. Liege ich da richtig oder liege ich da richtig? So kann man das eigentlich gut genauer, präzise darstellen oder nicht, ne? Er sagt, es geht nicht um die Tat, es geht nicht um das Moralische, es geht nicht um das Ethische und das Menschliche, es geht darum, das geht um mich. Ah, Osang, Bruder, ich lese die ganze Zeit Kuseng, Digga. Osang, Digga, dankeschön für die ganzen Bits. Ich wollte das nur beweisen. Twitter-Bubble hat sich aus gerade aufgrund dieser moralischen Dinge auseinandergenommen. Und das war auch absolut verständlich. So, jetzt aber zur nächsten Sache. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Doppelmoral. Kuchen kritisiert? Also Kuchen kritisiert, dass es nicht um das Moralische geht, sondern um das Persönliche. Okay, Kuchen. ApoRED, Legendenvergleich wieder. Auch wenn jetzt so ein paar billige Hater oder ein paar einfallslose Vollidioten sagen werden, das ist kein guter Vergleich. Doch, es ist ein guter Vergleich. Dann zeig mal, Mimi, er macht gefühlt 1000 Videos gegen Leo Mascher. Hier Fake Prank, da Payback Fake Prank, hier Fake Prank. Fake Prank hier, Fake Prank da. Wahrscheinlich geht es Mimi bei Leon Mascher um das Moralische, um das Menschliche, ne? Geht wahrscheinlich darum, ne? Leon Mascher hat schon längst aufgehört mit Fake Pranks. Ja, muss ich auch sagen, diese Mimi-Leon Mascher-Sache, Bruder, was da abgeht, gell? Bruder, das ist so geschmacklos, meiner Meinung nach, Bruder. Irgendwann ist doch gut. Irgendwann ist doch gut. So, verstehst du? Leon ist jetzt, ist kein sauberes Blatt, Digga, so, verstehst du? Er ist nicht sauber, Bruder, aber irgendwann ist doch gut, Digga. Lass den armen Jungen in Ruhe, Digga. Warum gar? Unnötig einfach. Perfekt. 1000 Videos, einfach unnötig. Einfach drauf. Jeder hat ihn doch gehatet. Lass ihn doch, Bruder, einfach. Lass ihn, das reicht doch, Cousin. Es reicht doch. Tamam, wir haben es verstanden. Der hat damals Fake Pranks gemacht. Safi. Wie viele Videos willst du noch machen? 20? Reicht nicht 20 Videos über ihn? Reicht. Er hat sich schon längst entschuldigt. Er hat sich schon längst gebessert. Aber dennoch wird dann auf ihn weitergetreten. Für eine Sache, für die er sich schon längst entschuldigt hat. Ein Montana Black hat selber auch gesagt, und Montana Black ist einer der größten Meinungsmacher aus Deutschland und ein smarter Typ, Digga. Und er hat selber gesagt, bei Mimi geht es nicht mehr um das Moralische. Es ist nur noch eine persönliche Sache geworden. Ein KuchenTV hat selber in einem Video gesagt, indirekt, dass Mimi jemanden scheiße behandelt, indirekt, wenn er ihn nicht abkann. Das hat der KuchenTV selber in einem Video gesagt. Gehen wir mal auf Unge, Digga. Guck dir mal wieder das an. Oh, was für ein Schicksal. Leute wie Unge sind da die Schlimmsten. Wisst ihr warum? Weil die supporten das. Ein Leo Mascher hat schon längst sich entschuldigt. Er hat schon längst aufgehört. Warum? In Gottes Namen. Hack's noch was. Digga, der macht nicht mal mehr YouTube, dieser Leon Mascher. Digga, der macht nicht mal mehr, also nicht mehr so aktiv YouTube wie früher, ja? Und da wird immer noch rumgehackt auf die ganze Kacke. Ja, warum? Bist du auch ein empathieloses Arschloch? Verstehst du nicht, dass das Hass verbreitet, noch mehr Missgunst? Dass dann der Typ, dieser Junge, dieser Leon Mascher, er hat doch aufgehört, Digga. Warum reagierst du, warum hackst du die ganze Zeit drauf herum? Guck mal, ich schwör's euch, ich habe das Video nicht gesehen. Ich wollte eigentlich ein anderes Video zeigen. Ich wollte eine andere Payback-Reaktion zeigen. Ich habe eins gesehen und dann kamen viele Kommentare. Ich will es nicht vorwerfen, dass die Kommentare gelöscht worden sind, ne? Will ich nicht vorwerfen. Ich habe sicherheitshalber aber dennoch das Ganze, ja, aufgenommen. Und ich zeig euch das mal, das Ganze vom Handy, okay? Achtet mal auf die Kommentare, ne? Das ist ja eine Screen-Capture. Ich habe jetzt nichts hier gefaked oder so, ne? Digga, es reicht doch langsam. Was für ein unnötiges Payback. Guck mal, hier schreiben auch einige, Digga, wem juckt das noch? Reagier doch auf Kuchen, bla bla. Was hat Mimi von Leons Eier? Bei aller Liebe, es wird doch langsam langweilig. Aber Bruder, die Leute sind ja auch nicht dumm, verstehst du? Guck mal, die Zuschauer, die checken doch irgendwann. Bruder, wenn man jetzt noch Videos machen würde
über, warte mal, lass mich mal über jemanden überlegen, der schon längst out ist. Sag mir mal einen YouTuber, den man gar nicht mehr kennt, Bruder. Wenn man jetzt und ich liebe ihn, diesen Typen, der ist krank. Wenn man jetzt noch 40 Videos über Alberto machen würde. Ja, aber mit seinem Beatbox damals, der Digga, so, ich weiß nicht. Cousin, der Alberto, der ist doch schon weg, Bruder. Lass ihn doch einfach, Bruder. Lass ihn doch. Und das ist nicht mal ein perfektes Beispiel, weil Leon wurde schon gebraten, Cousin. Der Leon wurde auseinandergenommen. Der Leon, der wurde auseinandergenommen. Versteht? Der hat Shitstorms bekommen. Todes-Shitstorms bekommen. Shitstorms bekommen, die unnormal sind. Er hat schon diese... Lass ihn doch, Bruder. Es reicht. Die Leute interessiert es auch nicht mehr. Hass ihn von mir aus. Aber die Leute interessiert es einfach nicht mehr. Es wird langweilig. Es reicht. Er hat sich entschuldigt. Er hat sogar aufgehört und die Leute machen trotzdem weiter, Digga. Ehrlich. Diese Paybacks sind mittlerweile unnötig. 19 Likes auch, ne? Hier schreiben auch viele, dass Mimi auch echt übertreibt. Dass er seine Zeit Erstmal Milad, dankeschön für 10 Monate, mein Schatz. Wichtig und richtig, Digga. Und Albo, Digga, dankeschön für den Verschenkten. Wunderschöner, Digga. Wunderschön. Spendet. Reicht dieses Payback gedönstig langsam? Ich hab's früher gefeiert, mittlerweile ist es einschläfernd und nichts Neues mehr. Vincent hat geschrieben, langsam feiere ich die Videos von Mimi nicht mehr. Guck mal, er sagt, langsam feiere ich die Videos von... Ey, Digga, seid ihr auch der Meinung eins in den Chat? Das reicht. Das ist Mobbing einfach nur noch. Ich schwöre, es ist Mobbing. Fertig, Mimi nicht mehr. Am Anfang war es lustig. Jetzt wissen wir alles, dass er viel gelogen hat. Reicht doch wieder, ne? Zudem wird auch viel Belangloses angegriffen. Der Mimi hatte einen psychischen Schaden von Leon, das ist nicht mehr normal. Und das sind so viele Kommentare, wo die Leute schon diese Wahrnehmung haben von, Digga, das hat nichts mehr mit Moral zu tun. Und das kannst du auch... Oh mein Gott, it's Mango, Digga. Dankeschön für 5 Monate. OMG, it's Mango. Dankeschön für 5 Monate, Cousin. Wichtig, vielen, vielen Dank. Nicht rechtfertigen mit, diese Videos sind ja aber auch schon damals gedreht und man will sie noch raushauen und so. Nein, Digga, hört auf mit diesen Rechtfertigungen, es ist einfach eklig. Der Typ hat sich entschuldigt, der Typ hat gesagt, tut mir leid, er hat aufgehört. Lasst es doch einfach. Und ihr dürft auch diese Verlinkung nicht vergessen, diese Verknüpfung, die wir hatten, ne? Guck mal hier, er reagiert darauf und sagt sogar, ja, das ist sogar voll langweilig und so. Also ein KuchenTV reagiert auf die Paybacks und sagt sogar, das ist voll langweilig. Und jetzt guck mal, KuchenTV hat ja gesagt, er hat diese ganze scheiß Fake-Aktion, die er gemacht hat, womit er alle Aktionen gefühlt umrundet hat und wo er sogar selber gesagt hat, dass er Miguels Pablos Aktion getoppt hat. Und damit aktuell wirklich auf ein ganz eklig dasteht, ne? Seine ganze Absicht war einfach nur, um den Leuten zu zeigen, es geht nicht um das Moralische, sondern es gibt uns das Persönliche. Digga, das ist aber, das muss ich auch fairerweise dazu sagen, wenn jemand anderes, wir reden mal von einem ABK, wenn ein ABK sowas gemacht hätte, ja, dass er ein Video gefaked hat, also ein Video gefaked hätte, wo er zugibt, eine Frau geschlagen zu haben, wisst ihr, was am nächsten Tag auf YouTube Deutschland los wäre? Wisst ihr, was da los wäre, Bruder? Bruder, wisst ihr, was da los wäre, Bruder? Und dann sagt ABK, nein, ich habe gelogen. Ich hab mir einen Spaß erlaubt. Ha! Reingefallen. Boah, Digga. Bruder, ja. Sippo. Dankeschön für den Verschenkten, Bruder. Vielen, vielen Dank, Bruder. Und weißt du, welche Stimme am lautsten wäre, ohne dass ihr die jetzt in den Kommentare hier schreibt? Weil sonst müssen meine Mods euch timeouten. Ja, seine Stimme wäre am lautesten gewesen. Und dann... wäre das Geschrei groß. Aber andersrum ist egal, Bruder. Andersrum ist...
Willst du mir erzählen, dass Mimi das auch nicht aus persönlichen Gründen macht, diese ganzen Rauftreten auf Leon? Willst du mir erzählen, das ist moralisch? Und wer supportet das? Du und Unge! Ihr pusht das doch die ganze Zeit, indem ihr da ganz darauf reagiert. Ihr pusht das doch! Du kritisierst das und machst dafür die verrückteste Aktion deines Lebens, womit du deinen ganzen Ruf zerfetzt hast, deine eigenen Leute sogar gesagt haben, Digga, was bist du für ein Mensch? Hört einfach auf damit! In Gottes Namen, Unge, hör auf mit dieser Scheiße! Hör einfach auf, Kuchen, hör auf immer Sachen zu kritisieren, wo du selber der Meister darin bist! Oh bitte, mach Spiel! Kein Moralapostel mehr. Du hast bewiesen, dass die Moral dich gar nicht juckt. Du scheißt auf die Moral. Es geht weiter. Es geht weiter, Freunde. Wir erleuchten viele Punkte, auf die andere nicht kommen, weil die meisten halt nicht smart genug sind, Digga. Aber dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Alles cool. Genau, kommen wir zum Punkt Manipulation, Digga. Hey, Leute, ich mach Videos nach langer Zeit. Guck mal, ich mach Videos nach langer Zeit. Und auf einmal sehe ich in den Top-Kommentaren, ey, Red, Digga, du bist voll sympathisch geworden. Du hast dich voll verändert. Du bist voll krasser Typ. Und ich weiß, es ist nicht, ey, guck mal, es ist nicht böse gemeint, es ist gut gemeint. Aber ich schwör's euch, das ist maximaler Bullshit. Es ist maximaler Bullshit. Meine engsten Freunde, allesamt, Venus gerade hier im Chat, meine engsten Freunde, alle, die mich lange, nee, sorry, Sascha ist gerade hier, NASA, ne, aber Venus hört wahrscheinlich ja, auch zu. Lass kaum bleiben, ein bisschen. Jeder von denen, ohne Ausnahme, sagt, Digga, in den letzten 2-3 Jahren, ich habe mich von der Art her gar nicht verändert, gar nicht. Wie kann das sein, dass dann Leute sich einig sind und sagen, oh, Red. Alle, Bruder, warte mal. Da muss ich schon ein bisschen widersprechen. Red, früher hatte auch so ein. Er war ein bisschen komisch, Bruder. So, weiß ich nicht, Digga. Aber jetzt, für mich macht's auch den Eindruck, Bruder, jetzt ist er sympathischer geworden, Bruder. Jetzt ist er für mich sympathischer geworden. Für mich persönlich. Für mich persönlich ist er jetzt sympathischer geworden. Sag ich euch ehrlich. Früher hat er so ein, zwei Sachen gebracht, so. Ich weiß nicht, aber jetzt ist er so erwachsen, er ist so persönlich, so erwachsen auch so. War er so erwachsen? So richtig erwachsen, so. Für mich ist es sympathisch einfach so, Bruder. Ich weiß es nicht so, ja? Das ist jetzt nichts Negatives oder so, sondern er ist so reifer geworden, so. Cool einfach. Cool. Du hast dich voll krass verändert. Aber es ist ja nicht schlimm. Jeder Mensch verändert sich. Weißt du, wie ich vor 2-3 Jahren war, Digga? Ich war, Bruder, ich war der größte Hurensohn, ich war für meine Mutter, Digga. Ich war der größte, ekelhaftste. So, das ist normal, das ist was Positives. Man wird halt erwachsen. So. Auf den, ich hab eine 360-Grad-Wendung gemacht, auf einmal habe ich 360s gemacht, auf einmal bin ich ein ganz anderer Mensch geworden und so. Nein, Bro, ich sag euch genau, wie es ist. Diese Leute wie Mimi, Kuchen und Unge, die haben es einfach geschafft, Leute wie mich so verzerrt und falsch darzustellen, dass man wirklich gedacht hat, dass ich ein ekliger Typ bin. Aber es stimmt auch, er wurde in so eine Lage reingequetscht, wo er sich gar nicht so von seiner normalen Seite zeigen konnte. Er war die ganze Zeit in so einem, ich muss mich rechtfertigen Zustand. Natürlich war er da ein bisschen anders. So, er war die ganze Zeit, ich muss mich rechtfertigen, rechtfertigen. Ja. Und weil halt in den letzten Monaten, Jahren wahrscheinlich dann eher weniger kam, bis fast gar nichts, und ich dann wieder kam, auf einmal ist diese Atmosphäre weniger. Also diese Hetzatmosphäre ist dann weniger. Sanjak, Digga. Sanjak Tutin, Digga. Dankeschön für den Verschenken. Wichtig. Vielen, vielen, vielen Dank. Weniger. Und man hat dann dieses Gefühl von, er ist sympathisch geworden. Nein, ich bin nicht fucking sympathisch geworden. Ich bin genau dieser arrogante Penner wie vorher. Ja. Ja, Digga. Wenn ich jetzt ein sympathischer Penner bin, dann war ich vorher auch ein sympathischer Penner. Wenn ich jetzt ein arroganter Penner bin, dann war ich vorher auch ein arroganter Penner. Und wer sind die Leute, die das am besten beurteilen können? Meine besten Freunde. Ganz einfach. Aber man sieht, diese Leute wie Kuchen, Unge, Mimi etc. haben dafür gesorgt, dass viele Leute, wie gesagt, dieses falsche Bild dann haben. Fake hier, fake da, fake, fake, fake. Bam, boom, bing, ah, Schmutz. Lösch dich, lösch dich. Das hat einen Impact auf diese Menschen. Das hat einen Impact. Die Leute speichern das. Gerade wenn das so 500.000 Menschen sehen und die Leute noch darüber sprechen und so. Ich bin gespannt, ob die Einsicht da ist oder ob es einfach wieder so ein Thema ist, dass man das einfach ignoriert oder dass es so ist, dass man sagt, nö, finde ich nicht so, nö, dieses persönliche auf dieses nein, 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 aus Prinzip nein sagen und nein, ich bleib bei, ja, okay, kein Problem. Ist kein Problem, dann machen wir Kriegmodus, ist alles cool. Dann werden wir immer gegenseitig gegen uns schießen und so. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Aber, wie gesagt, wir machen es auf Loyalitätsebene. Er ist ein guter Typ, Digga. Dass dann 5, 6 große YouTuber, millionenschwere YouTuber dann gegen euch hart schießen, weil ihr harte Scheiße baut. Ja, rechnet damit. Rechnet damit, dass ihr dicke Wellen bekommt. Ihr sagt ja, ihr seid alle so heftig und das juckt euch ja gar nicht. Ja, das juckt euch ja gar nicht. Ja, wahrscheinlich juckt euch das alles gar nicht. Sowieso, ich bin auch so ein Loyalitätstyp. Und wie ihr wisst, wie auch Red weiß, ich und ABK, wir sind eine Arschbacke. Wir sind 2 Arschbacken. Aber sein ist ein bisschen größer.
und auch ein bisschen mürveliger. Und meine ist so ein bisschen smarter und cooler. Und aber seine steht auf GILFs. Und meine nicht so. Die Sache ist, meine ist nur an den Beinen behaart und seine ist, boah, ey, BK hat ekelhafte Brusthaare, voilà. Der hat diese Porno-Brusthaare. Kennt ihr diese, wenn man so T-Shirt tragen würde, diese Porno-Brusthaare würden hier so rausgucken? So. Boah, ey. Aber seine Beine sind nicht so hart behaart wie meine. Aber er hat diese Brusthaare. Bei mir, ich hab nicht. Ich hab keine. Warum reden wir über Arschbacken? Lass uns einfach das Video weiter gucken. Ich bin ja, wie nur dicke Kommentare und DMs bekommt. Das interessiert euch alle gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Das kratzt jeden. Das kratzt jeden. Ich würde sagen, dass ich schon einer der stabilsten in diesen Sachen bin. Aber selbst mich kratzt das ein bisschen. Ich bin wieder back auf YouTube und ich werde dicke Wellen machen. Ja, ja. Und ich werde mal. Ja, habe ich wieder T-Shirt gesagt? Aufreißen. Wenn ich sehe, ihr macht dreckige Sachen. Ja, ich würde sogar. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe zu 5 großen YouTubern. Ich packe mir einen Mois von mir aus, einen ABK, einen John Broke und den und sage: Ey, Digga, Jungs, wir lassen uns nicht mehr ballern. Warum sagst du meinen Namen nicht, Red? Wir lassen uns nicht ballern. Wenn es sein muss, Digga, machen wir diese All-In-Politik. Aber nicht auf dieser dreckigen Ebene, sondern auf einer gesunden, moralischen Ebene. Ich finde das richtig, richtig gut. So wie ABK ist, seine Haltung, dieses offene, straight in die Fresse, ne? Und das auf einer menschlichen Ebene. Klar, vielleicht ABK, jetzt vielleicht bei Unge, vielleicht in ein, zwei Punkten, auch vielleicht ein bisschen übertrieben und so. Aber natürlich war das natürlich so ein Resultat, weil halt Unge einen maximalen ekligen Move gemacht hat. Muss man auch damit rechnen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ABK macht das sehr gut. Gerade die letzten Videos, dass er einfach offen spricht, dass ihm das scheißegal ist. Ihm ist das scheißegal, ob ein Typ, der millionenschwer ist, millionenschweren Abonnenten ist, ihn dann am Ende nicht mehr fühlt oder er trennt sich wirklich mit Leuten, mit denen er eigentlich businessmäßig echt gut vorankommen würde, ne? Als Beispiel Unge, weil er einfach sagt, Digga, mir ist das Zwischenmenschliche wichtiger und das ist eine richtig heftige Eigenschaft. Das ist eine richtig, richtig heftige Eigenschaft, ohne Witz. Freunde, ich bin dankbar, dass ihr alle am Start seid. Ihr wisst, Loyalität ist mir nicht nur so bei YouTuber wichtig, das ist natürlich auch unter meinen eigenen Leuten wichtig, ne? Ich schwör's euch, ich liebe euch, dass ihr trotzdem immer, obwohl irgendwelche Vollidioten Scheiße mich gelabert haben, diese Leute gegen mich geschossen haben, diese Leute auf mich gehetzt haben indirekt, immer darauf reagiert haben und das Ganze supportet haben, diese negative Energie, diese Missgunst, das Ganze gepusht haben. Ich liebe euch dafür, dass ihr trotzdem immer hinter mir standet und gesagt habt, nein, Digga, hört auf, über Red sowas zu sagen, halt einfach deine Schnauze. Und das ist für mich wirklich das Wichtigste. Ich hab wirklich gerade Gänsehaut im Rücken. Und war dein Rücken? Ich krieg immer auf Arme, Bruder. Ich krieg echt einfach im Nacken Gänsehaut. Ja, Digga. Ja, Digga, das ist einfach. Digga, Scheiße, was aber wein, Digga. Digga, das ist. Digga, das ist keine Kuchenscheiße, Digga. Ich, oh mein Gott. Digga, das ist voll unangenehm, Digga. Ey, nicht, dass ich das falsch verstehe, wie gesagt. Das ist jetzt. Nein, Xing, chill mal, Digga. Das ist nicht so auf Ebene von, dass ich eine schwere Zeit hatte oder so. Ich schwöre bei Gott, mir geht's Gott sei Dank sehr gut. Und ich mach das nicht so auf. Also es ist mir einfach wichtig, so, wisst ihr, was meine ich, diese... Aber die Musik hat voll gepasst. Loyale, so, weil ich schwör's euch, es gibt so eklige Menschen auf dieser Welt, ne? So dreckige Menschen, dass die Leute auch immer so missgünstig sind. Ne, gerade wenn jemand erfolgreich ist. Es gerade real, wenn Digga. Jemand erfolgreich ist, ne? Digga, dieses scheiß Missgünstige, gerade so Meinungsmacher, ne? Über die Leute, die wir gesprochen haben, ne? Und die beeinflussen auch diese Leute mit dieser negativen Energie. Und ich schwör's euch, das ist eine schlimme Sache. Und da, gerade in diesen Zeiten, finde ich es wichtig, dass man dann Dingens, dass man so stramm am Start ist und sowas einfach nicht supportet, Digga. Dass man einfach sagt, Digga, hör auf mit dieser Scheiße. Hör auf, Digga. Das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Das ist einfach nur auf der Ecke. Da ist der Bruder, da ist der Bruder. Das ist das beste Beispiel. Sagen einfach, nein, Digga. Nein. Seid ruhig, Digga. Liebe für Emo in den Chat. Liebe für Emo. Je mehr die Beschädigung, Liebe für Emo in den Chat. Desto dreckiger werden sie noch. Desto Liebe für den Bra. In ihren Eigenschaften. Ne? Und wie gesagt, scheiß auf Klicks, Mix, hier, da. Ich scheiß auf alles, Mann. Ich scheiß auf alles. Ich scheiß auf Geld, Mann. Ich hab genug mehr Geld gemacht als die meisten da draußen. Wem juckt das, Digga? Bro, ich sag dir ehrlich, die ganzen, frag doch jeden großen YouTuber, die Leute haben alle Millionen gemacht. Das Geld ist scheißegal. Das Zwischenmenschliche, diese. Das ist das Wichtige. Jetzt ohne diese Dinge, Red hat genug gemacht, Cousin. Wisst ihr, was für Autos der hat? Der hat einen Lambo, Aventador, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Der hat eine S-Klasse. Der hat einen Geländewagen.
oder? Drei oder vier Autos. So, weißt du, was ich meine? Wie gesagt... Ah, Huracan. Ja, Huracan, Range Rover und S-Klasse. Fazit ist, ich scheiß auf alle YouTuber, wenn es sein muss. Solange ich fünf stabile habe, drei, vier stabile. Egal, es geht krank, um Qualität. Digga, krass. Ich bin kein... Alleine die Autos sind so 700.000, 800.000 Euro wert. Das sei ihm gegönnt, krank, Bruder. Ich hab's wirtschaftlich gesteuerter Schwanz wie die ganzen anderen Leute da draußen gefühlt. Krass, sei ihm gegönnt. So. Und jeder sollte so sein. Die meisten sind nicht so. Es sind vielleicht von den YouTubern, ja, maximal nach meiner Einschätzung 5-10% so. Scheiß auf die anderen 95-90%. Scheiß auf die. Immer entgegentreten bei diesen Leuten, die so negative Energie geben. Das sind richtig kaputte Menschen. Ich schwör's euch, diesen Leuten geht's nicht gut. Ich sag's euch. Also, guck mal, jemand, der mit sich selber im Reinen ist. Und ich bin mit mir im Reinen. Mir geht es gut. Ich kann vor eine Million Dislikes haben und ich lach, Digga. Ich lach. Frag doch einen Monte. Ein Monte hat doch selber gesagt, Red ist einer. Egal wie kritisch die Situation ist, der Typ lacht immer. Den geht's, also indirekt sagt er, den Typen kannst du nicht zerfetzen in dem Sinne, ne? Aber diese Leute, die auf diese Hate-Modus sind, Schießen-Modus, Finger-Zeigen-Modus, du bist so und hier und da und das auf einer ekligen Ebene, nicht auf dieses Moralische. Auf Moral ist das in Ordnung. Aber ich rede von dieser ekligen Ebene, von dieser Missgunstebene, von dieser schmutzigen persönlichen Ebene. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese Leute, dass es denen gut geht. Das kann mir keiner erzählen. Ja, Freunde, das reicht jetzt. Ich muss auf jeden Fall jetzt Sport machen. Wir haben genug getalkt. Ich denke, ich werde das nächste Mal streamen, die Tage. Ich sage euch dann Bescheid auf Instagram etc. Danke nochmal an alle, die am Start waren, wie gesagt. Auf dieses Ich liebe euch wirklich Basis, nicht dieses wie bei anderen Leuten, ich liebe euch, weil ihr Geld reinbringt Basis. Bei 90% gefühlt bei den anderen. Sondern Real Basis. Haut rein, Freunde. Bleibt stramm. Sympathischer Typ, Digga. Sympathischer Typ, der Red, Digga. Sehr sympathisch sogar. Ich mag ihn sehr. Ich mag ihn sehr, 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 sehr. Schnuckelhase Red, Digga. Okay. Adredis.